Herzlich willkommen im Modehaus Steingass. Guten Tag an alle. Wir befinden uns hier in unserer Herrenabteilung, die mal wieder im Wandel sich befindet. Wir bauen gerade um. Ganz früher waren wir hier genau an dieser Stelle in unserem Restaurant gestanden. Ja, das gibt es allerdings schon seit 20 Jahren nicht mehr. Haben wir aus Kostengründen geschlossen, muss man dazu sagen. Aber als wir 1978 hier eröffnet haben, war das natürlich eine Sensation für die Heidenheimer Bevölkerung. Aber wir haben uns dann schnell wieder getrennt, weil es doch nicht rentabel war. Heute haben wir eine schöne Herrenabteilung hier mit vielen Marken. Das Modehaus Steingass haben wir eigentlich auch so aufgestellt, dass wir sagen können, rund um Mode, da ist unsere Kompetenz von Damen, Herren und Kinderbekleidung. Das und Wäsche dazu. Das alles hier am Eugen-Jäckle-Platz, wo wir jetzt mittlerweile seit fast, doch, wie lange sind wir jetzt schon, seit 40, 78. 42 Jahren hier am Eugen-Jäckle-Platz sind. Ja, seit 1978. Vor 20 Jahren haben wir begonnen, den Wandel zu vollziehen vom Kaufhaus zum reinen Modehaus. Sag ich mal, wir haben zwei Mode-Accessoire-Abteilungen noch. Zur Mode ist unsere Uhr- und Schmuckabteilung und die Lederwarenabteilung. Aber eigentlich können wir mit Stolz heute sagen, dass wir ein kompetentes Modehaus sind für Herren, Damen und Kinder. Und auch viel für Damen und Herren in der Wäsche zu bieten haben. Und dieser Wandel ist praktisch ab der Jahrtausendwende vollzogen worden. Mit Auflösung den Abteilungen Spielwaren, Schreibwaren, Parfümerie. Auch Aufgabe vom Restaurant und auch den Auszug unserer Untermieter. Wir hatten ja viele Jahre noch ein Fotopost, ein Friseursalon, sogar ein Gubi war im Haus vertreten. Und heute haben wir all die Fläche genutzt, um selber Mode zu zeigen. Also Heidenheimer Leben heißt natürlich auch den Steingass miterleben, hier am Eugen-Jäckle-Platz. Aber für uns ist auch absolut wichtig, dass die Heidenheimer Fußgängerzone sich weiterhin entwickelt und dass da gute Frequenz herrscht und viele neue Geschäfte dort Einzug erhalten. Weil für uns ist es elementar, dass Heidenheim eine schöne Einkaufsstadt ist und ohne Heidenheim sind wir auch nichts. Und wie gesagt, wir tun unseren Teil dazu bei und die anderen hoffentlich auch.